Let's Play The Darkness Teil 5 und was für eine emotionale Achterbahnfahrt ist das denn hier? Ich bin gerade ein bisschen aufgewirbelt, möchte ich sagen. Diese Tanzszene mit Jenny ist... Du zitterst ein bisschen. Ich finde es total fies von diesen Blödmännern von Entwicklern, dass die genau wissen, dass ich voll fertig war nach dem ersten Teil, dass sie die erschossen haben und dann lassen die mich hier mit dem Geist oder mit der Erinnerung tanzen. Sehr gemein. Ja, wir gucken mal weiter. Gerd Fröbel, zerstören... Wir haben ein Talent dafür, immer kurz vor dem Ladebildschirm eine Pause zu machen, dass man sich auch das Ladeding noch angucken muss, wenn man das auf YouTube schaut. Sag mal. So kurz zur Geschichte, wir verfolgen Swifty. Swifty weiß Bescheid, was am Anfang vom Spiel passiert ist, nämlich Jackie, und er wurde in einem Restaurant von Müllmännern überfallen. Dahinter steckt ein mysteriöser Typ im Mantel und mit einem Scheitel. Ich will die nicht umbringen, die haben mir nichts getan. Die lasse ich jetzt. Ich bin eine nette Darkness. Die Netness. Oh Gott. Stoppt mich. So. Kletter, kletter. Oh, guck mal. Weil die Wolken sind so comic-mäßig. Cool. Keep running, Swifty. I got all fucking night. Weißt du, was mich das erinnert? Diese ganze Szene hier. Nein. An Max Payne 1. Da gibt es die Szene, wo du Winnie Gognitti verfolgst, der auch so ein Mafioso-Informanten-Feigling ist. Auch mit einem eher typischen Mafia-Namen, oder? Genau. Und der läuft auch wie Dächer aus, also so ist Max Payne 1 und Max Payne verfolgt ihn da und das ist ungefähr so ähnlich, nur dass es ganz anders ist und Max Payne keine Tentakel hat, zumindest nicht in der Version, die ich gespielt habe. Wir setzen eigentlich Mafia-Familien ihre Handlanger auch nach irgendwelchen Klischees, also es muss den geben, der Winnie heißt, dann muss es Jimmy die Ratte geben und es muss den festeren Typen geben, der besonders gut Pasta kochen kann. Fat Tony meinst du? In dem Fall ist es Fat Tony. So, das ist hier was anderes. Man kann diese Dinger hier nur kaputt machen, wenn man die Generatoren kaputt schießt. Die Frage ist, warum? Ich kann doch das genauso umschießen eigentlich, aber irgendwie ist es unverwundbar. Das ist Spiellogik, damit brauchen wir gar nicht erst anfangen. Videogame-Logic. So, machen wir jetzt hier. Gerd Fröbel muss ein bisschen viel machen, während Klaus-Maria Brandauer gar nichts zu tun hat. Nur zur Erklärung, Gerd Fröbel und Klaus-Maria Brandauer sind die Namen... Ich möchte sagen, die handlichen Namen, die wir diesen beiden Tentakeln gegeben haben. Die gehen einem so leicht von den Lippen. Vor allem Klaus-Maria Brandauer. Ja, das kann man sehr schnell auch sagen. Oh, guck mal, aber ausgleichende Gerechtigkeit, dass Gerd Fröbel hier im Spiel mehr machen muss, denn immerhin hat der echte Gerd Fröbel schon ein paar Jahre länger Pause als Klaus-Maria Brandauer, weil er nämlich schon tot ist. Oh. Erinnert sich die jüngeren YouTuber eigentlich noch an Gerd Fröbel? Ich kaufe das jetzt hier. Killer-Hinrichtung. Ach, guck, das ist, wenn du diesen Finishing-Move machst, kannst du jetzt mit X quasi noch ein weiteres Subset von Hinrichtungs-Moves machen. Also dann gibt es extra Muni. Genau, es wird noch brutaler, weil es war ja bisher noch nicht brutal genug. So, jetzt geht's hier mal runter. Hüpf. Dann hätten wir das Lagerhaus-Level. Ich bin gespannt, ob es auch ein Wolkenkratzer-Baustellen-Level gibt. Oh, bitte mach, dass es kein Abwasserkanal-Level gibt. Diese Tentakel haben übrigens schon eine begrenzte Reichweite. Also man kann hier nicht einmal... Oh, war da gerade eben so ein Ding? Da lag ein Propangas. Jetzt sehen wir erstmal hier, was ist das, ein Koffer? Ja, das hat ja nicht so voll funktioniert. Also nochmal das Propangas. Das wird funktionieren. Yeah. Ja! Voll. Bam! Der ist jetzt hier gleich voll da reingeflogen. Was ist da denn los? Die Mornerei, der hat mal wegen Zug. Hans Söllner. Irgendwie alles, was aus Holz ist, ist nicht so tödlich. Ich glaube, wir müssen irgendwas aus Blech suchen. Was ist denn das? Autoreifen, Gummi. Bin übrigens gerade echt froh, dass ich Winterreifen habe. Um das mal erwähnt zu haben. Ja, es dauert ja ungefähr nur 4 Wochen, in denen es kein größeres Lamento gab, als dass Michael keine Winterreifen auf seinem irgendwie Fahrzeug hat. Irgendwie ist das jetzt hier gerade alles ein bisschen scheiße. Und Jackie ist tot zum ersten Mal. Ja, immerhin. Bis Teil 5 hat es gedauert. Was nicht passiert jetzt? Ach, jetzt, da sieht man nochmal, was gerade eben passiert ist.
glaube, man darf sich in diesem Spiel nicht so viel Zeit lassen, weil wenn die Munition leer geschossen ist, dann ist Essig mit Gegner umbringen. Es ist auch nicht möglich, das Spiel auf Stealth zu spielen, oder? Also mit wenig Gegner umbringen, anschleichen und so. Dafür ist das Spiel, glaube ich, nicht gemacht. Nee, glaube ich auch nicht. Ich habe nicht mehr so viel... Habe ich denn noch irgendwas an? Ich hätte nicht diese dumme Micro-Uzi nehmen sollen. Das ist, glaube ich, nicht so eine gute Sache. Ach, du schaffst es auch so. Ach komm. Blech reinballern. Das haben wir beim A-Team gelernt. Well, Blech ist unzerstörbar. Jetzt machen wir mal Darkness Power drauf. Dann, um Gottes Willen, die zerreißt es ja gleich komplett. Merkst du das übrigens, wenn du im Licht stehst, dann ist das so, wie wenn man anderen Shootern im Einflussbereich von einer Handgranate steht, dann hört man erstmal nichts mehr. Aber das kennen Videospieler ja. So sind die Klischees. Hahaha. Mach mal das Licht aus. Sag mal, gibt's ja hier auch einen Lichtschalter? Nö, gell? Videospiellogik, Ladies and Gentlemen. Defender. Bei Traumlogik ist es ja so, wenn man einen Lichtschalter sieht und man bedient den und der funktioniert aber nicht, dann ist das ein Indiz, dass man träumt. Ich hätte mir sagen lassen, wenn du wissen willst, ob du träumst, solltest du versuchen, etwas zu lesen. Ja, das und vor nicht. Allem Digitaluhren und sowas alles. Das lernt man übrigens alles im Film Waking Life, der optisch ein bisschen an dieses Spiel hier auch erinnert. Oh, jetzt habe ich eine AK. Was ist denn jetzt hier? Ah, das, um das hier geht's. Das nervt. Das muss sterben. Und jetzt Klaus-Maria Brandauer to the rescue. Zack. Siehst du, darf er auch mal was machen. Man sieht auch immer die Silhouette von dem Darkling so ein bisschen durchsichtig, wo er gerade ist, oder? Das kennen wir aus Left 4 Dead. Da ist das auch so. Das hat mir Left 4 Dead so ein bisschen kaputt gemacht. Das ist so typisch, nützt dem Spiel, aber zerstört die ganze Atmo. Ja, dann würde es dich freuen, da gibt es einen Modus in Left 4 Dead, mit dem du das nicht hast. Und weißt du, wie schwer das Spiel ist? Ohne dieses Ding. Ich glaub's dir. Das ist echt schwer, weil wenn halt einer mal ein bisschen trödelt, dann ist der halt weg. Und keiner weiß so recht, wo der abgeblieben ist. Ich muss hier mal wieder weg, sonst gehe ich gleich wieder drauf. Hängende Motoren haben wir zuletzt gesehen in dem Stahlwerk in Batman Arkham City. Oh Mann, hier kann ich nicht raus. Ja. Ach Menno. Ja, also was man hier auf jeden Fall machen muss, erstmal das ganze Licht kaputt, dann die ganzen Leute kaputt, weil sonst verreckt man hier halt nur noch. Aber sieht man das auch mal, ne? Oh, Mann. So, einmal. Gab's nicht im ersten Teil so eine Option, dass man mit per einfachem Knopfdruck hat, einer von den Greifarmen automatisch die am nächsten gelegene Lichtquelle zerstört? Gibt's hier nicht mehr, oder? Oder ich glaub, das ist zu weit weg. Ja, wenn man direkt daneben steht, zum Beispiel wie diese Neonröhre gerade. Da hätte im ersten Teil, soweit ich weiß, noch ein einfacher Schlenker gereicht. Ja. Aber du musst da schon, glaube ich, hinzielen. Das geht nicht. Was haben denn Digital Extremes vor The Darkness 2 gemacht? Unreal Tournament. Welches Unreal Tournament? Ich glaube, das erste. Das erste? Bin mir nicht ganz sicher. Das ist aber auch schon eine ganze Weile her. Oh, ist hier schon wieder dieses blöde Licht. Nee, Tatsache, man muss zielen. Aber jetzt hier mal die Pistole. Schnapp die Pistole! Eine Spielshow, die wir beim Uncharted Let's Play erdacht haben. Das gibt's aber immer noch nicht von RTL gekauft wurde. Ich bin schon wieder tot. Ich glaube, ich mache irgendwas falsch. Ich glaube, ich sollte mich nicht so offen da hinstellen und ich sollte da vielleicht etwas schneller. So, ach, das habe ich hier getauscht quasi. So ist das, glaube ich, alles. Ist natürlich nicht so cool, wenn man das alles so vorsichtig und langsam und so macht. Aber so läuft's halt, gell? Und ich sollte vielleicht auch nicht jeden erschießen, weil das, so viel Munition habe ich gar nicht. Ist denn schon bekannt, was in der deutschen Version gekürzt sein wird?
Ich glaube, man kann die Leute nicht auseinanderreißen. Was macht man stattdessen? Man zeigt ihnen, wo der Ausgang ist. Oder droht ihnen so. Du, du, du. Du, du. Ja, das hat das mal geklappt. Zumindest bisher. Denk an die Lampen. Denk an die Lampen könnte auch der Name eines Aufklärungsprogramms zum Stromsparen sein. So Kinderbuch. Richtig. Sind denn Glühbirnen jetzt inzwischen schon verboten oder kommt das erst noch? Achso, halt hier Herz verzehren. Aber was war das andere? Achso, der ist natürlich, die sind alle natürlich schon tot. Ich kann zum Thema Lampen jedem nur empfehlen, sich das aktuelle Programm von Hagen Räther, dem Kabarettisten, anzuhören, der eine wunderbare Passage über Energiesparlampen, deren Nutzen und die Idee, die dahinter steckt, gemacht hat. Okay. Sehr witzig. Hagen Räther ist eh der Größte. Ich kenne auch irgendein Stück von dem, aber es fällt mir gerade nicht ein. Hier kann man einkaufen! Einkaufen ist immer gut. Der hat diese ziemlich gemeine Grönemeyer-Parodie gemacht. So, was gibt's hier? Luft. Nein, das wollte ich vorhin schon nicht machen, das werde ich auch jetzt nicht machen. Was ist das hier? Schwarm. Das klingt doch cool. Gekauft. Gleich ausprobieren. Ganz wichtig, wenn man was kauft, sofort ausprobieren. Ah, der ist das Ding weggeschmissen, oder was? Das ist hier. Nee, hast du gesehen, das geht doch, wenn da ein Licht in der Nähe ist und du drückst LT, dann macht er das sofort kaputt. Ah ja. LB meine ich. Ich weiß noch nicht so recht, was ich jetzt gerade. Tür öffnen. Tür öffnen. Ja. So. Dead. Ich will diesen Schwarm ausprobieren. Ja, das ist ja hier biblisch. Was mich ein bisschen irritiert, auch wenn es nicht ganz blöd ist, wir spielen jetzt schon über eine Stunde und es wurde immer noch nicht der Bösewicht eingeführt auf irgendeine Art. Man hat ihn kurz gesehen und Jackie ist immer noch auf der Suche nach dem. Normalerweise wird er doch eher früh etabliert, oder? Und wenn es schon im Intro ist. Normalerweise ist es aber auch irgendein böser Zauberer. Ja, komm her, du. Ach nö. Jetzt hat's den da gegen das Blech geknallt. Ich hoffe, der Bösewicht hier ist ein bisschen komplexer als ein böser Zauberer. Vielleicht ist es James Bond. Ja, was gibt's hier? Nein! Ich habe ja zu meiner Schande die Darkness-Comics nicht so wirklich gelesen. Also ich habe zwei Crossovers mit Darkness, eins mit Spawn, eins mit Batman, aber sonst diese Hauptserie nicht gelesen. Deswegen weiß ich jetzt leider auch nicht, ob der Bösewicht aus diesem Spiel neu für das Spiel ist oder ob die, der in den Comics auch schon auftaucht. Ich bin ja nicht der größte Comic-Experte, aber ein bisschen was kenne ich dann doch. Und ich kann mich erinnern, dass ich vor Jahren, als sie noch relativ neu waren, einige Teile von The Darkness gelesen habe, auf Anraten eines guten Freunds von mir. Ich kann mich allerdings auch nicht mehr an den Bösewicht erinnern und glaube, der hier in The Darkness 2 die Hauptrolle spielt, der kam da nicht drin vor. Lass mich aber gern eines Besseren belehren. Fröbe Power, Brandauer Power. Ah, hier ist überall Licht. Hier ist überall Licht und Licht ist nicht gut. Was macht Klaus-Maria Brandauer zurzeit eigentlich? Ist er immer noch in Wien Intendant von irgendeinem Theater? Ich hatte den neulich in einem Frühstücksfernsehen gesehen, da hat er irgendwie ein neues Stück. Der tritt im Frühstücksfernsehen auf, ist er dafür nicht zu... Zu groß? Weiß ich nicht. Also im Frühstücksfernsehen tritt man also das normal auf, wenn man sehr viel Zeit und nichts Wichtiges zu tun hat. Und einen neuen Film wird er ja nicht haben, oder doch? Ich glaube, er hat ein neues Theaterstück. Aha. Und da tritt er im Frühstücksfernsehen auf? Das ging doch bei der Harald Schmidt-Show schon schief, dass er Theatergrößen aus Europa als Studiogäste eingeladen hat. Das hat der normale Fernsehzuschauer doch gar nicht begriffen, was es da ging. Ich hab's auch nicht begriffen. Ich kannte die auch oft nicht. Und noch ich glaube, es ist ein Fehler, man sollte sich mehr mit Theater befassen. Ja, auf der langen Liste der Sachen, die ich nicht so gut mache, ist, ich gucke zu wenig Theater und ich lese zu wenig Bücher. Das ist, glaube ich, ich finde es sehr elitär, wenn ich das so sage, aber ich glaube, das müsste man mehr machen. So, ich glaube, wir sollten zum Ende des fünften Teils kommen, denn die Uhr tickt gnadenlos weiter.
was hinter dieser Tür ist. Oh mein Gott, was ist hinter der Tür? Was ist hinter der Tür? Es könnte alles sein. Es könnte die zweite Staffel von Lost sein. Man weiß es nicht. Es könnte ein weiterer Raum sein. Wir werden sehen im, das ist dann der sechste Teil. Der sechste Teil unseres Let's Plays Darkness 2. Wie immer, danke fürs Zugucken bis hierhin und bis zum nächsten. Ciao. Servus.